Auf einem 230 Meter hohen Berg über dem Mirnatal liegt die Stadt Groschnyan. Die knapp über 160 Einwohner zählende Kleinstadt ist ein Paradies für Künstler, Kunstinteressierte und Musiker. Hier gibt es weit über 30 Galerien und Ateliers von Malern und Bildhauern. Hauptattraktion des Ortes ist die historische Altstadt. Alte enge Gassen führen durch das kleine Zentrum. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Groschnyan fast menschenleer. Den eigentlichen Aufschwung gab es 1965. Die verlassenen und dem Verfall geweihten Gebäude durften unentgeltlich von rund 30 Künstlern bewohnt werden. Als Gegenleistung sorgten sie für den Erhalt und die Renovierung der Gebäude. Ja, da dachten wir doch, Motobun ist eine wunderschöne Stadt, eine alte Stadt. Jetzt haben wir festgestellt, auch Groschnyan, gar nicht so weit von Motobun entfernt, ist unheimlich schön und toll. Also auch echt klasse hier oben. Pula ist nicht nur eine der ältesten Städte Istriens, sie war auch über 500 Jahre lang die bedeutendste römische Stadt in dieser Region, was man an den zahlreichen Bauwerken aus dieser Zeit nachvollziehen kann. Die Attraktion von Pula ist das gewaltige Amphitheater. In dem weltweit sechstgrößten römischen Bauwerk fanden einst Gladiatorenspiele und Tierkämpfe statt, die von insgesamt 22.000 Zuschauern verfolgt werden konnten. Bärbel darf neben James Joyce sitzen. Wie man sieht, es gefällt ihr. Portorož an der slowenischen Adriaküste ist ein bekannter Ferienort. Hier grenzt ein Hotel ans andere. Die Stadt besitzt kein historisches Zentrum. Die grundsätzlich betonierte oder felsige Küste wird durch die Thermalbäder in den Hotels und einen kleinen künstlich aufgeschütteten Sandstrand im Zentrum kompensiert. Gegenüber vom Stadtzentrum haben wir einen schönen Campingplatz gefunden. Er ist kaum noch belegt. Die meisten Campingplätze in Istrien haben im Oktober bereits geschlossen. Ja, wir sind auf unserer Reise wieder in Slowenien angekommen. Wir befinden uns hier in Piran, einer kleinen, urigen Hafenstadt,
Wunderschön hier. Es gefällt uns hier außerordentlich. Die Stadt liegt gegenüber von Portorož und ist unbestritten die schönste Stadt an der kurzen Küste von Slowenien. Ein Bummel durch die pittoreske Altstadt ist ein absolutes Muss. Der Ausblick vom Kirchturm St. Georg ist imponierend. Von hier hat man eine gute Übersicht auf die Altstadt und man sieht die drei Länder, Slowenien, Kroatien und Italien. Ach ja, Italien. Es liegt etwas im Dunst und ist unser nächstes Ziel. Wenn ihr möchtet, begleitet uns doch in der nächsten Folge.